Hallo, grüß euch, meine Unterflugfreunde. Das ist am Unterflugpilot Harry. Und heute möchte ich meine neu erworbene DJ Mini 2 vorstellen. Na, da das sagen, dann fangen wir gleich mal an. Mit einem guten Stück. So schaut sie aus. Natürlich habe ich mal das Plastikkrema weggetan, damit wir gleich mal anfangen können mit dem Auspacken. So. So schaut sie aus, die Schachtel. Fangen wir mal an. Als erstes tun wir die Schachtel mal zur Seite, damit sie vorkommt. Die DJ Mini 2 Ledertasche. Eine super Qualität von DJ, ich muss sagen, mir gefällt das. So, dann gehen wir weiter. Also, warum läuft die ganze Sache? Nur zum Forschen kommt man gleich. Einmal eine Fernsteuerung, die werden wir jetzt natürlich gleich mal auspacken. Das Auspacken ist halt immer so eine Sache. Also, so schaut es aus. Zum Verhältnis zur alten ist die einfach ein Wahnsinn. Größer, sie liegt besser in der Hand. Hat natürlich auch eine größere Reichweite. Das finde ich natürlich auch super an der ganzen Sache. Das kann man klasse ausziehen. Für Smartphone super zum Einhängen. Stecker, diverse Stecker sind dabei. Adapter für Smartphone. Wie zum Beispiel, wenn man ein iPhone hat oder ein anderes Handy etc. Kann man jedes Handy super damit anschließen. So, weiter geht's. Das wäre mal Number One. Ich habe da wieder eine Kamera, dass das alles zum besser 6. Einmal. So, weiter geht's nachher. Mit diversen Axias. Zubehörteile. Packen wir mal aus. So, was haben wir da jetzt drinnen? Einmal ein Netzstecker. So, nochmal diverse Adapterkabel. Das finde ich auch super. Da tun wir ein bisschen auf die Seiten, dass wir das besser sicher alles haben. Einmal, zweimal. So, der erste Schritt wäre getan. Dann haben wir natürlich das Ladeteil. Und packen wir es einmal aus. Das Ladeteil beinhaltet natürlich, wie von DJ auch nicht anders zu erwarten, 3 Akkus. Einmal. Zweimal. Und ich schätze mal, der dritte Akku ist hier in der Drohne. Aber dazu kommen wir noch später. So, weiter geht's. Nachdem wir das haben, da haben wir natürlich die Beschreibung. Diverse zusätzliche Informationen etc. Und auch gleich mal auspacken. Das ist ein bisschen eine ungute Geschichte, das Auspacken. So, also wir 6. Mal den Teil. Quick Start Optionen.
Dann haben wir das da zusätzlich. Informationen für die Drohne. Dann haben wir Gebrauchsanweisung für die Ladestation. Zusätzliche Informationen, Garantiekarten etc. Und natürlich die DJI-Beschreibung. Okay, dann mal das mal auf die Seiten. Natürlich, da muss ich wieder ein, dass wir nichts verlieren dabei. So. Jetzt sagen, Leute, dann schauen wir weiter, was es sonst noch gibt. So, das wäre mal dieses, gell? Dann gehen wir weiter. Schachtel legen wir da auf die Seiten. Schachtel brauchen wir auch nicht mehr. So, dann machen wir da weiter. Weiters in der Tasche. Wie ihr sehen könnt, haben wir da zusätzliche Ersatzteile für die Drohne. Mit einmal Ersatzpropeller, vielleicht dreimal, einmal, zweimal, dreimal. Das tun wir so her, dass wir ein bisschen sehen, besser sehen, was da haben. Dreimal. So, Ersatzsteuerknüppel, Schraubenzieher, natürlich. Oder das Wokner 6 für euch hat. Ein Mini-Schraubenzieher, aber er macht seinen Job. Sechs, so schaut das kleine Ding aus. Ich hoffe, ihr könnt da alles super mitverfolgen. Passt, vielleicht machen wir das nächste. Okay, legen wir zur Seite. Und jetzt kommen wir zum Hauptgerät, jetzt kommen wir zu unserer Drohne. Also schaut die Drohne aus. Was ganz Neues. Nice. Da ist der Weg alles zusammen. Vorsichtig. So, so schaut es aus. Vorne ist der Gimbal drinnen. Das tut man vorsichtig weg. Und ganz wichtig ist, innen Schutzteil nicht vergessen zu entfernen, bevor es die Drohne startet, weil sonst kannst du die Cam beschädigen. So, zusätzlich wird das entfernt, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. So. So schaut das aus. Und das, was ihr da sehen könnt, ich glaube, ihr könnt es sogar zeigen, das ist ein 4K. Das ist schon eine 4K-Auflösung zum alten. Der alte hat noch die schwere Auflösung gehabt. Aber da mal das jetzt wieder mal hinauf. Sehr sicher. Oder mal später auf. Können wir natürlich auch. So. Bei der Drohne, was bei der Ausstattung dabei ist, um einen höheren Preis ist zusätzlich Propellerhalter. Ganz wichtig. Propellerhalter. Und was ihr da seht, ist zur alten, bei den Propeller, die Kennzeichnung, die sind so in orange-gelblich gehalten. Und bei der 1er, beim Vorgängermodell, waren sie weiß. Was zusätzlich dazu kommt, bei Serie 6, das Modell hat einen stärkeren Motor. So schaut das Ganze von oben aus. Natürlich klappt man das Ganze am Lauf. Zuerst natürlich die Propeller ausklappen. So, dann kommt da Nummer 2 Propeller. Die Propeller, die werden einfach von unten noch außen gedreht. Zack. Zack. So schaut das aus. Und dann entfernt man hinten den Schutz für den Akkuschacht. Geht natürlich auch ganz einfach.
So, weg, weg ist weg. Was noch bei der Litsche 2 ist, Mini, zusätzlich mit einer LED. Höhere Geschwindigkeit, natürlich von der Fotoauflösung, habe ich schon gesagt, die höhere Auflösung. Was auch die alte hat, ist zusätzlich unten, was ihr da seht, Bodenkameras, Sensoren, damit sie natürlich genau auf dem Punkt wieder landet. Und was bei der ganz super ist, dass da vorne die LED, was da dabei ist, dass du mit verschiedenen Farben wechseln kannst. Was eine einfach ein Traum, muss ich sagen. Weiter haben wir hinten USB-Anschluss, noch die Speicherkarte. Wie gesagt, da hinten macht man das Ganze auf. So, ich habe das geöffnet. Wie ich schon vorher gesagt habe, da ist der dritte Akku drinnen. Natürlich werden wir jetzt den Akku raus, weil den werden wir auch laden noch. Da haben wir den Akku einmal zur Seite. Der Akku kommt da dazu. Okay, machen wir das, schließen wir das ganze Fach dabei wieder. Das kommt zur Seite. Und wichtig zum Erwähnen, die stärkeren Motoren zur alten Serie. Damit höhere Geschwindigkeit, bessere Leistung. Bis Windstärke 5 kann man jetzt fliegen. Okay, passt. So, meine Freunde, viel mehr will ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Nächstes Mal kommen wir zum Teil 2. Viertel, ich wünsche euch was. Ciao.